Was geht, meine Freunde? Pika ist mal wieder hier mit einem wunderschönen neuen Tutorial. Da ich letztes Mal gesehen habe, dass es euch wirklich gefallen hat mit der Tutorial-Szene und da dachte ich, ich mache das einfach weiter. Auf jeden Fall mit den Editing-Tutorials und ich mache auf jeden Fall heute das Tutorial, wie man Audios, also Musik, sinken tut. Also zu den Schüssen. Und wie man die Audio-Keyframes in der Timeline halt macht. Ja. Also zuerst mal tun wir hier das Lied, den Song, wie auch immer, reintracken. Das in dem Fall den hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören könnt, aber ich kann es ja mal probieren. Und das ein bisschen laut. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Song hören könnt, aber ja, ich packe ihn auf jeden Fall in die Beschreibung. Und damit werden wir das heute machen, genau. So. Und zwar klickt ihr da erstmal LL, also zweimal L drücken für die Waveform. Könnt ihr das hier ein bisschen größer ziehen oder hier oben halt, wie ihr das wollt. Größer ziehen. Da sehen wir ja hier schon hier die Beats. Also die Bässe. Sprich hier sind die Bässe. So, um das besser dann zu keyframen noch. Gehen wir hier neben. Ups, was hab ich denn jetzt gemacht? Hier neben in den Effekten und Vorgaben geben wir ein Bässe und Höhen, das ziehen wir hier drauf. Und dann kommt hier diese Anzeige. Das macht ihr auf Bässe, macht ihr einfach so auf 25, das ist am besten, finde ich jetzt persönlich. Die Höhen macht ihr ganz runter auf minus 100. Ja, danach geht ihr auf die Musiklayer drauf. Mit rechte Maustaste geht auf Keyframe Assistent, Audio in Keyframes konvertieren. Das machen wir jetzt mal. So, dann kommt hier so eine Audio Amplitude oder wie auch immer das heißt. Da drücken wir einfach mal U. Kommt linker Kanal, das können wir entfernen. Rechter Kanal entfernen, beide Kanäle behalten wir. Dann auf Schiebenregler, gehen hier auf den Graph Editor, also Diagramm Editor. So, dann sehen wir hier schon die ganzen Bässe hier schon. Alles, was hier hoch ist, ist Bässe, da wir das gerade eben hier mit den Bässen und Tönen hier gerade eingestellt haben, genau. So. Dann könnt ihr das ein bisschen viel größer ziehen, so wie ihr das halt haben wollt, wie es euch am besten gefällt. Also ich lasse das meistens so, kommt auch immer drauf an, auf die Musikrichtung jetzt, wie das ist. Also, ja, am besten, ihr macht es halt einfach so, wie es euch passt, dass ihr es am besten sehen könnt. Mir reicht es halt schon, wenn es so ist. Und ja, also hier könnt ihr ja sehen, hier ist keine Musik. Also hier ist Musik, aber keine Bass, meine ich. Und hier, zieht ihr ein kleines bisschen größer und geht einfach immer auf diese mittleren Punkte. Drückt jetzt, also geht hier auf diese Kompositionsmarker. Könnt das einfach da hinziehen, in die Mitte. Und bumm, schon der erste Keyframe gesetzt. Das machen wir jetzt mal bei den ersten 4 oder 5, dass ich euch das mal zeigen kann, wie das dann aussieht bei einem Clip. Also wenn ihr den Clip reingezogen habt. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Hier ist wieder ein Bass. Ziehen wir das in die Mitte. Hier ist wieder ein Bass. Ziehen wir das dahin. Hier ist wieder ein Bass. Ziehen wir das dahin. Ups. So, hier und hier. So, das sind jetzt die ersten 6 Keyframes, die wir mal gesetzt haben. Das wird jetzt erstmal reichen für das erste Mal zeigen. Auf jeden Fall, warum ich um die Uhrzeit hier noch Videos mache. Ich bin aufgewacht und ich wusste echt nicht, was ich zu tun habe, weil ich war auf einmal kein Meter mehr müde. Und ja, dann ist mir einfach so in den Kopf gekommen, komm, schmeiß den PC an und mach mal ein Video. Ja, und ja, dazu kam jetzt auf jeden Fall das Video. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, ihr könnt das Diagramm-Editor wieder wegmachen. Also wenn ihr die ganzen Keyframes oder den kompletten Song halt gesetzt habt zu dem besten, könnt ihr das auch wieder entfernen. Ich kann das jetzt schon entfernen. Da habe ich nur die 6 hier machen. Ja, dann geht ihr hier wieder auf eure Projekteinstellung, wenn ich so wieder, was ist denn? Hier Projekt, zieht euren Clip hier rein
Ich nehme jetzt einfach den Clip hier von der Smiley. Ja, den Clip haben wir jetzt hier reingezogen. Könnt ihr hier auf Fenstergröße ist ja schon. Dann seht ihr den Clip. Hier, das ist der Clip. Den können wir mal kurz durchrennen, dass ihr euch den mal angucken könnt. Und ja, auf jeden Fall, mir hat das Feedback auf jeden Fall sehr gut gefallen, was ich hier jetzt bekommen habe. Es waren jetzt nicht so viele Daumen nach oben, aber ich denke mal, das kommt nach einer Zeit noch. Darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr Spaß dabei habt, die Videos zu gucken und auch was lernen könnt. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich mache jetzt mal weiter. Hier der Clip auf jeden Fall. So, das ist jetzt noch nicht gesynkt. Das ist der Clip, das ihr mal seht. Und ja, das ist jetzt hier in der Trackspur drin. Jetzt haben wir hier die Beatpumps. Und ja, sinken, dazu kommen wir auch beim nächsten Video, wie wir das alles hier sinken mit Twixtor und den ganzen Kram. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch viele, viele Videos machen. Und ja, hier jetzt auf jeden Fall sind wir erstmal hier auf dem ersten Keyframe drauf, könnt ihr drauf gehen. Macht das hier weg, die Tonspur. Drückt auf U. Nein, nicht auf U. Oh Gott. Jetzt bin ich gerade am. Ach, nee, 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 auf S drückt ihr. Genau, auf S. Hier kommt Skalierung. Dann geht ihr, also so mache ich zumindest 1, 2, 3, 4, 5 Keyframes zurück. Skalierung setzen auf 100. 1, 2, 3, 4, 5 Keyframes nach vorne. 106. 1, 2, 3, 4, 5 Keyframes nach vorne. 100. So. Da sehen wir jetzt auch schon, wenn wir das hier zurücktracken, dass hier das Bild so ein wenig nach vorne geht. Wenn wir das hier ganz durchrennen, können wir das besser erkennen. Wird jetzt wahrscheinlich kurz dauern. Aber ja. Ja, okay, das ist jetzt auch schon fertig, glaube ich. Also, wie gesagt, hier ist der erste Pump. Könnt ihr mal schauen. So, habt ihr das gesehen? Hier der erste Pump. Dann kommt der erste Scream Pump hier. So, das war der erste Pump. Dann könnt ihr das einfach kopieren. Mit Steuerung und C. Ihr könnt auf den zweiten Keyframe gehen. Steuerung V. Zieht das hier wieder in die Mitte. So. Geht nach vorne auf das dritte. Steuerung V. In die Mitte. Steuerung V. Ups. Hoppala. Komm her. Naja, komm. In die Mitte ziehen. Steuerung V. In die Mitte und Steuerung V in die Mitte. So, das ist jetzt das hier. Das können wir jetzt mal durchrennen lassen, dass wir mal sehen, wie das komplett aussieht mit den ganzen Keyframes, die wir jetzt gesetzt haben. Und das wäre jetzt zum Großteil erstmal das für den Beatpump. Wie ihr, denke ich mal, gerade eben schon in der Vorrendervorschau gesehen habt, dass die Beatpumps auf jeden Fall schon mal da sind, können wir das jetzt hier mal sehen. So, das waren jetzt hier die Beatpumps, dass ihr mal seht. Das Lied könnt ihr euch ja dann nochmal anhören, dass ihr auch seht, dass die Beatpumps richtig gesynkt sind. Da ich jetzt nicht weiß, ob ihr den Ton hören könnt, weil ich jetzt ein neues Programm gefunden habe, mit dem ich das mache. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon wieder mit dem Tutorial. Das war eigentlich alles dazu. Den Clip und das Lied kann ich eigentlich auch in die Beschreibung packen, falls ihr das haben wollt. Und ja, ich würde mich freuen auf ein gutes Feedback. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat. In die Kommentare setzen, was ihr noch sehen wollt. Vielleicht, dass ihr mal eure Ideen ein bisschen ausschütten könnt, was ihr haben wollt. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und Peace.